Hallo ihr Lieben, heute ist schon wieder Episch Deutsch mit euch und wir berichten aus der schönsten Stadt an der Ostseeküste, aus Rostock. Und hier gibt es im Frühling ganz viel was zu tun. Und deswegen kommen nach Rostock Touristen aus der ganzen Welt, um die Sonne und den Sand zu genießen und ein Fischbrötchen zu essen und die historischen Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Und wir wollten die Deutschen jetzt fragen, was machen sie so gerne in ihrer Freizeit? Vor allem den Zoo, also das weiß ich ganz genau, weil der hat sich doppelt, verdreifacht. Der ist schön, der ist riesig, ansehenswert. Botanischer Garten, auch interessant. Und dann natürlich der Hafen, also generell der alte Stadthafen, Livano, drüben Gelsdorf. Ja, eigentlich so die Magneten. Ja, und Warnemünde. Und Warnemünde bis hin zu Kühlungsborn ist auch schon schön. Also Bürgerende, Heiligendamm, das hat sich ja auch alles sehr, sehr verändert und ist auch sehr schön geworden. Wir kennen es ja noch ein bisschen anders. Ne? Also auf jeden Fall immer eine Reise wert. Man kann in Rostock am Strand sitzen, ein Bierchen trinken abends, gern auch ein Feuerchen machen, grillen. Das ist das Schönste, was du im Sommer auf jeden Fall machen kannst. Ja, spazieren gehen. Strand spazieren. Sonne genießen, bummeln, Geld ausgeben. Ja. Schuhe kaufen. Ja. Schön essen, machen wir Fisch essen. Ja, genau. Ja. Abend genießen. Genau. Ja.